von der Kirche reden, dann meinen sie damit immer etwas Bestimmtes. Es scheint so wie so ein kleiner geheimer Code zu sein. Was bedeutet das denn, wenn man sagt, die Kirche? Also für Katholiken ist Kirche tatsächlich mehr als ein Verein, sage ich immer. Ja? Es gibt sehr viele Katholiken, die klagen über irgendetwas in der Kirche und erwägen dennoch nicht auszutreten, weil sie das eben nicht als eine Mitgliedschaft in einer Organisation auffassen, wo man sich irgendwann fragt, wie zum Beispiel bei einer politischen Partei, ob man jetzt mit dem Programm nicht noch übereinstimmt und so weiter. Ja, also das ist zentral für das katholische und irgendwie vielleicht auch vorhanden im lutherischen Kirchenverständnis. Im sonstigen Protestantismus, nicht lutherischen Protestantismus, ist das eher nicht der Fall. Das ist eine Chance und eine Gefahr, finde ich. Also es ist eine Chance, weil damit etwas nicht bloß Individuelles und nicht bloß aus dem Zusammenschluss von Individuen resultierendes gemeint ist mit Kirche. Ist denn vielleicht als eine Unterscheidung, mein Eindruck ist immer, wenn Leute von der Kirche reden, dass ihnen klar ist, dass es ein Traditionszusammenhang ist, der weit vor sie und nach sie zurückreichen wird. Ist das vielleicht so ein Unterschied? Also der Traditionszusammenhang ist ein wichtiges Moment, aber nicht das Ausschlaggebende, würde ich sagen. Dann würde es sich für mich mehr so anhören, als wäre man in der Kirche, weil man sozusagen eine Tradition, die schon lange anhält, weiter pflegen möchte. Aber das wäre zu wenig. Das würde dem enormen Anspruch sozusagen, also dem Anspruch, dass das eine bestimmte Botschaft ja eigentlich vertreten soll, die Kirche, dass sie missionarisch Kirche sein soll, also dass sie allen Menschen mitteilen will, dass es die frohe Botschaft gibt oder so etwas, das würde die bloße Betonung auf Tradition noch nicht darstellen, finde ich. Ja. Wenn man den soziologischen Blick, den Sie haben, auf ein Gebilde wie die Kirche anlegt und es mit anderen Gebilden vergleicht, gibt es denn wirklich einen qualitativen Unterschied oder einen graduellen, einen wesentlichen? Wie würde man das sagen? Das ist genau die interessante Fragestellung. Wir neigen alle dazu, auch viele Soziologen neigen dazu, die Kirche doch unter andere Formen, die es sonst wie gibt, gerade habe ich den Verein genannt, aber sehr verbreitet ist zum Beispiel an den Staat zu denken, die Kirche als eine Art quasi Staat aufzufassen, also unter andere Formen irgendwie zu subsumieren, sie unter diese unterzuordnen. Und dabei geht dann etwas an Spezifik verloren. Wie spannend das ist, sieht man noch zusätzlich daran, dass nicht etwa alle Religionen Kirche hervorgebracht haben. Ich mache immer wieder darauf aufmerksam, dass es keine jüdische Kirche gibt und dass es keine islamische Kirche gibt. Ja? Also das soll sagen, die Religionen haben zwar eine Kraft in sich, auch Sozialformen hervorzubringen, aber die Sozialform, die sie hervorbringen, ist nicht immer dieselbe, sondern Kirche ist etwas, was vor allem das Christentum hervorgebracht hat und was sich, so würde ich das zu beschreiben versuchen, wenn man es erstmal negativ beschreibt, eben von dem bloßen Verein als dem Zusammenschluss von Individuen, aber auch von dem Staat als einer ganz sicher über einem überindividuellen Gebilde, das aber dann mit Zwangsmitteln auch ausgestattet ist gegenüber den Einzelnen. Also von beidem eigentlich deutlich unterscheidet. Und wenn Sie diese Sozialform mit anderen Sozialformen vergleichen, also um es etwas platter zu sagen, sind Christen immer netter, sind die immer freundlicher, unterscheidet sich die Organisationsstruktur der Kirche von anderen? Also kann man sozusagen wirklich eine Unterscheidung feststellen? Also dass die Christen immer netter wären, freundlicher oder auch meinetwegen moralischer, das sehe ich nicht, muss ich sagen. Ich würde es ja vielleicht gerne sehen, aber als Sozialwissenschaftler sehe ich es nicht. Und ich habe in einem Buch von mir auch darüber geschrieben, ob nun die Säkularisierung zum Moralverfall führe und gesagt, ich glaube, das kann man so pauschal zumindest so nicht behaupten. Und dafür habe ich einige Prügel bekommen, weil es jetzt in meiner Sprache schon eine sozusagen pharisäische Neigung von Christen gibt, sich selber eben doch irgendwie, und wenn nicht sich selber als Individuen, dann eben zum Beispiel der Kirche, so eine Gewährleistungsfunktion von moralischer Überlegenheit zuzuschreiben. Da würde ich einfach zu großer Vorsicht raten. Ja? Also nicht die Kirche durch die Überlegenheit als solches. Ja, natürlich steckt eine bestimmte Entlastung darin, dass ich sagen kann, wie es in jedem katholischen Gottesdienst heißt,
Also Herr, blick nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Das heißt ja nicht, blick nicht auf unsere Sünden, sondern auf unseren Glauben, ja? Sondern es heißt auf den Glauben deiner Kirche. Also dass dieses Überindividuelle auch unser aller Schwachheit und Schwäche überlegen ist, das ist das Entlastende daran und das ist etwas Schönes und Gutes und Verteidigenswertes daran, finde ich. Aber es darf nicht so extrem gedacht werden, als wäre nun die Kirche wirklich, also heilig, ohne selber auch sündig zu sein. Dieses entlastende Moment, also diese Entladung, wie Canetti das nennen würde, das unterscheidet Ihrer Meinung nach die Religionsgemeinschaft oder die Kirche spezifisch von anderen, sagen wir mal, gebildeten Sozialformen, ob das eine Partei oder eine Gewerkschaft ist, weil es diese Form von, wie soll ich sagen, Entladung, Entlastung für die menschliche Existenz nicht gibt? Also Entladung und Entlastung ist für mich nicht dasselbe. Ja? Also ich habe jetzt von Entlastung gesprochen, das ist ein Begriff nicht von Canetti, sondern von Arnold Gehlen. Ich glaube, nur Institutionen haben das. Und nicht Organisationen sozusagen. Also nichts, wo man beitritt, um einen bestimmten Zweck zu verfolgen. Und wenn der Zweck eben nicht verfolgt wird, dann sagt man sich in freier Entscheidung, dann lasse ich das wieder bleiben. Sondern etwas, was eine Eigengewicht annimmt. Ich würde nicht sagen, die Kirche ist die einzige solche Institution. Zumindest traditionell haben viele Menschen, das hat sich geändert, auch zum Beispiel die Familie als so etwas verstanden, ja, wo man selbstverständlich einander hilft, zum Beispiel ohne zu fragen, werde ich diese Hilfe irgendwann also wieder vergolten bekommen von dem anderen, wird sich das irgendwie ausgleichen oder so etwas, das fragt man nicht. Und wo man auch nicht wirklich die Frage des Austritts gestellt hat, das hat sich natürlich dabei geändert. Bei der Kirche ist die Situation jetzt die, finde ich, dass es innerhalb des Klerus Menschen gibt, die die Kirche doch wie eine Art Staat interpretieren und meinen, dass sie zum Beispiel sagen können, bestimmte Fragen, die werden nicht erörtert, die sind ein für alle Mal entschieden, da gibt es nichts zu erörtern. Sehr interessant, dass Sie das ansprechen, weil das ist auch eine Frage von mir gewesen, dass die Kirche ja selber nach ihrem eigenen Bild sozusagen forscht und sucht. Das Konzil hat ja interessante Begriffe wie Communio, Volk Gottes geprägt, die ja dann doch eher wie soziologische Kategorien klingen und nicht so dogmatisch, hierarchisch, dreifach gestuftes Lehramt. Ist denn die Kirche da sozusagen mit sich selber schon heimisch geworden, mit dem, was sie im Hallen haben? Also ich glaube, dass im 19. Jahrhundert vor allem eine ungeheure Verschärfung im Selbstverständnis der Kirche in Richtung alternativer Quasi-Staat stattgefunden hat. Also im ersten Vatikanischen Konzil gibt es solche ganz klaren Festlegungen dieser Art. Und dass das zweite Vatikanische Konzil ganz wesentlich auch aus der Rücknahme dieses Selbstverständnisses bestand, genau in den Elementen, die Sie gerade genannt haben, dass allerdings die schönen Erklärungen des zweiten Vatikanischen Konzils in Sachen Kirche nicht wirklich mit entsprechenden strukturellen Reformen verbunden waren. Und wiederum nach aller soziologischen Lehre setzen sich in Organisationen auf längere Frist die organisatorischen Strukturen durch und nicht die Erklärungen, ja, nicht die nach außen und meinetwegen auch nach innen, die Bekundungen, wie es sein soll, sondern das Eigengewicht der organisatorischen Strukturen. Und ich glaube, das muss man sagen, dass das Zweite Vatikanische Konzil wunderbare Erklärungen formuliert hat, an denen organisatorische Reformen anknüpfen können, an die sie anknüpfen können, dass diese Reformen aber großenteils eben nicht stattgefunden haben, sodass die letzten Jahrzehnte von so einem Spannungsgefühl zwischen erklärtem Selbstverständnis und alltäglicher Wirklichkeit gekennzeichnet waren. Und vielleicht stehen wir jetzt heute gerade, ich meine nicht den Tag, aber seit einem Jahr durch das neue Pontifikat in einer Phase, in der auch strukturelle Reformen durchgeführt werden, die dem Geist des Zweiten Vatikanischen Konzils besser entsprechen. Der neue Papst, das sprechen Sie auch zu Recht an, hat, so interpretiert man das auch, dafür gesorgt, dass hierzulande die Beliebtheitswerte oder Akzeptanzwerte der Kirche wieder gestiegen sind. Wie wichtig ist denn das Zeugnis und das gute Beispiel für das Zugehörigkeitsgefühl zu dieser soziologischen Gruppe Kirche? Ja, also es ist ganz offensichtlich enorm wichtig. Zum einen eben scheitert
ein inneres Verhalten, als wäre die Kirche ein Staat, schlicht daran, jetzt sage ich es in furchtbarer soziologischer Sprache, aber dass die Menschen auch die sogenannte Exit-Option haben, also das soll auf gut Deutsch heißen, dass sie eben austreten können, im Unterschied zum Staat, aus dem man nicht so einfach austreten kann. Ja? Man kann natürlich auswandern und so weiter, aber dann setzt das auch voraus, dass man hoffentlich woanders eine Staatsangehörigkeit bekommt, was nicht so einfach ist. Ja? Aus der Kirche kann man aber heute in den meisten Ländern ohne große negative Folgen sonstiger Art für sich austreten. Und in dieser Situation ist für die, die in der Kirche sind, ist natürlich ganz wesentlich, dass sie sozusagen motiviert sind, darin zu bleiben, dass sie sich nicht schämen, darin zu sein. Das heißt nicht, dass man mit jeder Stimmung des Zeitgeistes sozusagen mitwandern muss, aber dass man vor sich selbst das Gefühl hat, es ist gut zu rechtfertigen, dass ich da dazugehöre, und es ist vielleicht sogar eine Stimmung, also die Kirche so attraktiv macht, dass andere, die ferne stehen, denken, ach, das ist nicht irgendein komischer in der Vergangenheit sich selber, also nur verankern da und lähmen da Laden, sondern das ist etwas, ja, was mich ja irgendwo prinzipiell, zumindest vielleicht potenziell auch ansprechen könnte. Also dass eine missionarische Wirkung mit dem Kirchensein verbunden ist.